So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und ich würde sagen, wie am Ende des letzten Parts versprochen, geben wir jetzt erstmal unseren überkrassen Build hier ab und hoffen, dass der Kunde zufrieden ist mit diesem PC. 5 Sterne, ich mag den neuen PC, das ist genau das, was ich hören will. Und jetzt machen wir erstmal mit dem nächsten Build weiter und der wird in diesem RA-Data XPG Battle Cruiser, hieß es Battle Cruiser? Ja, es hieß Battle Cruiser, entstehen. Und das wird natürlich auch ein nicht großartig weniger krasser Build. Vielleicht ein bisschen weniger krass, weil wir nicht ganz so viel Budget haben, aber der PC muss sich definitiv nicht verstecken. So, EVGA Z490 Dark. Puh, das Teil stößt genau unten an und oben ist auch nicht mehr wirklich viel Platz. Also das ist wirklich ein Monster von dem Mainboard. So, i9 10900K, der gute alte Hitzkopf. Huch, oh nein. Ich habe natürlich komplett verpeilt, darauf zu achten, dass dieses Mainboard nur 2 RAM-Slots hat. Oh nein, jetzt haben wir natürlich 8 GB Riegel jeweils. Oh, 16 GB ist schon ein bisschen wenig. Naja. Muss die Person jetzt mit leben? Ist ein PC für Photoshop. Photoshop kommt damit schon klar. 16 GB sind zwar vielleicht dann nicht optimal, aber Photoshop braucht jetzt nicht so super viel RAM. Das ist nicht so unglaublich RAM-hungrig. Ich habe jetzt aber gar nicht drauf geachtet. Haben wir dafür wenigstens wie auf diesen Asus-Boards irgendwo irgendeinen anderen großartigen Vorteil? Nein, ne? Auf den anderen Asus-Boards, da bekommt man wenigstens dafür, dass wir nur 2 RAM-Slots haben, dann einen extra SSD-Platz. Aber hier auf diesem Mainboard, nope, nichts. Das ist ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. So, hier wollten wir als Kühlung... Okay, wir können natürlich auch das Teil von Gamerstorm in dem Fall nehmen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ah, okay, das ist ein bisschen problematisch da mit dem Rahmen. Das gefällt mir so nicht. Ja, ne? Irgendeinen Trade-off müssen wir machen. In dem Fall sind es dann die Lüfter hier vorne. Wo sind nur die unglaublichen Billo-Lüfter? Obwohl einer sowieso von diesem Harddrive-Cage da unten so ein bisschen geblockt wird. Also insofern ist es nicht so schlimm, dass wir die dann woanders hin tun. Ich hoffe, sie passen wenigstens oben noch hin, währenddessen da vorne die Wasserkühlung hinkommt. Ach, die werden top gemountet. Okay, dann passt das auf jeden Fall. Wo haben wir sie hier? Okay. Damit wäre der PC, was die Grundkomponenten angeht, schon mal soweit fertig. Wir müssen natürlich noch alles soweit verkabeln. Na, kriegen wir die Lüfter wenigstens alle gemeinsam angeschlossen? Ja. Ja. So, wir sind bei $4.205. Theoretisch hätten wir noch ein klein wenig mehr. Praktisch nicht. Weil uns die Komponenten auch irgendwann ausgehen. So viele Sachen haben wir jetzt auch nicht. So, Staubfilter hier nach vorne ist gar nicht so schlimm. Wir sehen hier sowieso gar nicht so super viel RGB. Hier oben wiederum schon. So, das müssen wir natürlich auch noch dran tun. Obwohl da oben fehlt auch noch ein Staubfilter.
War der nicht von oben? Doch, der war auch von oben, aber wir müssen hier vorne aufmachen dafür. Ernsthaft? Das muss auch ab? Was hat denn das Teil mit dem Staubfilter da oben zu tun? Muss der Staubfilter erst rein? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was? Will der sich den anderen Staubfilter dafür rausnehmen oder wie? The fuck? Kommt der Staubfilter hier vor den Lüftern oder wie? Sekunde, das kriegen wir hin. So und so. Ah ja, okay, der muss wahrscheinlich vor den Lüftern rein. Okay. Ja. Gut. Hätten wir das früher gewusst? Was? Hä? Muss ich mich entscheiden, ob ich den Staubfilter rein tue oder nicht, oder was? Was ist denn das für ein Müll? Entweder ich mache einen Staubfilter rein oder ich mache Lüfter rein, die Luft reinziehen, oder was? Ja gut, obwohl in dem Fall drücken sie Luft raus. Klar. Trotzdem. Weiß nicht. Gefällt mir nicht als Designkonzept. Würde ich persönlich anders machen, wenn ich ehrlich bin. Aber hey. Hat schon bestimmt irgendwo seinen Grund. So. Gamerstorm Castle. Dann brauchen wir erstmal hier den Staubfilter, dann die Frontblende. Dann die Deckenplatte und die Seitenwand. Dann haben wir hier noch einen USB-Stick. Und voilà, fertig. Abgesehen davon, dass zwei Lüfter mal wieder nicht angeschlossen sind. Weil das automatische Verkabeln den hinteren Lüfter angeschlossen hat, statt den anderen. So, wir installieren natürlich wie immer das ganze über Taktzeug und 3D-Mark, damit wir das überprüfen können, und dann schauen wir gleich mal. So, die RGB-Beleuchtung sollte auf jeden Fall fancy aussehen. Ja, und das tut sie auch. Das kann man auf jeden Fall nicht leugnen. So, der 10.900K wird auf jeden Fall nicht großartig übertaktet werden können, denn der wird auch so schon sehr warm. Wie man sieht, 88 Grad ohne Übertaktung. Das ist eine Menge. Wo wir aber noch ein bisschen was machen können, ist hier bei der GPU. War ein bisschen zu viel. So, Sekunde, wir können schon mal schauen, ob wir... Ach, weißt du was, wir probieren trotzdem 100 MHz. Wieso nicht? Einfach mal probieren. Mehr ist es ja nicht. So, hier müssen wir auf jeden Fall einen kleinen Schritt nach unten machen. Und hier auch. Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, hier wieder die CPU das Problem. Ja. Egal. Überhaupt kein Ding, kriegen wir wieder eingestellt schon.
So, ich hoffe, der RAM macht keine Probleme, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass das laufen sollte. Grundsätzlich. Wir werden es aber gleich sehen. Okay, läuft. Sonst wäre es mittlerweile schon gecrashed. Gut, dann können wir jetzt noch ein bisschen GPU-Feintuning machen. Zum Beispiel so. Okay, das läuft noch. Das heißt, wir können noch ein bisschen mehr machen. Das läuft auch noch. Das auch. Das auch. Ja, aber so langsam ist unser Spielraum vorbei. Ja, sage ich doch. Viel war es nicht mehr, was drin war. Das hier lief aber ohne Probleme. Und dann können wir schon mal 3D Mark anmachen, währenddessen wir gleich zum nächsten PC gehen. Aber Sekunde, ich würde vielleicht schon noch mal gern sehen, was die CPU herausholt. Macht auf jeden Fall dem 5950X Konkurrenz, der auch um die 52 FPS erbracht hat hier. Und genau da sind wir auch gerade im Moment. Also, das ist auf jeden Fall schon eine Leistung. So, wir sind da kurz am Tisch hängen geblieben. So, hier machen wir auf jeden Fall erstmal einen Anfang mit dem Netzteil, einem RM1000X. Ein sehr, sehr teures Netzteil, was wir nicht brauchen, aber eigentlich nur verwenden, weil wir das Budget möglichst ausreizen wollten. Wir haben es trotzdem nicht so wirklich geschafft, aber wir haben es zumindest probiert, weswegen wir auch hier eine 2TB M2 SSD drin haben. Neben diesem Ryzen 5950X. Und natürlich auch in einem so winzigen PC 64 GB RAM. Und auf jeden Fall nicht zu vergessen, einer RTX 3090. Klar, wieso nicht? Obwohl, ich muss schauen. Es könnte sein, dass unser 280er Radiator nicht mehr hinpasst. So, natürlich tragisch. Wo haben wir ihn hier? Ah, okay, doch. Passt noch. Super. Okay, damit bin ich schon mal glücklich. Und der PC ist eigentlich soweit schon fertig gebaut. So schnell kann es gehen. USB-Stick rein und dann können wir alles einstellen gehen. Was ist hier passiert? Oh nein, sag mir nicht, dass wir über die 750 Watt rüberkommen. Als ob, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Niemals. Bin ich gut, weil wir hier einen PC haben, der auch ähnlich viel Strom verbrauchen wird. Deswegen, der Gedanke gefällt mir nicht. Okay, 300 Watt und steigend. Aber die Grafik hat es gerated für 350 Watt. Wenn wir 20% mehr Strom drauf geben, sind wir bei, was weiß ich, um die 400 oder so. Dann würde der RAM und die CPU ja zusammen so unglaublich viel Strom noch ziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie um die 300 Watt oder mehr ziehen. Selbst übertaktet. Und wir haben ja nicht übertaktet. Okay, aber es scheint so, als würde das System das einfach so kurz mal sich gönnen. Ja. Sekunde, wir schauen erst nochmal, dass wir hier sagen, wir gehen runter auf 1,35. Ich glaube, das ändert ja ein bisschen was am Stromverbrauch schon. So, dann können wir hier natürlich auch gleich
mit den Sachen anfangen und hoffen, dass es hier nicht so problematisch wird. Und lassen das hier schon mal laufen. Grad. Okay, 91, so 92 rum. Das ist zu viel. Gut, das können wir uns merken. Dann hier RAM auf 4000 würde ich gerne schaffen. Und das hier würde ich auch gerne schaffen. Ach, ups, ich habe nicht umgeschaltet auf Endlos-Test. So, gehen wir hier auf 75 runter und hier auf, ne, auf den nächsten Runenwert, sprich 2100. So, hier sind wir schon bei 450 Watt. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir nicht die 750 erreichen, sonst müssen wir wahrscheinlich irgendwo bei der GPU ein bisschen sparen. Und das gefällt mir nicht. Aber sieht so aus, als würde das Problem immer noch bestehen. Ja. Okay, nicht gut. Ich vermute, jetzt werden wir sofort crashen. Würde mich zumindest nicht wundern, sollte so sein. Ja. Okay, das ist in dem Fall dann wegen den Temperaturen. So. Erstmal, würde ich hier sagen, runter auf 2000. Und hier auf 1650. Ich glaube, das ist schon eher ein bisschen angemessen. Okay. Wenn diese Konfiguration schon so um die 787 Watt rum ist, dann sind die hier wahrscheinlich auch bei 800 oder so rum. Vielleicht sollten schon 5% Reduktion da ausreichen. Kann's nur hoffen. Das hier läuft auf jeden Fall stabil und darüber bin ich glücklich. Lassen wir hier schon mal 3D-Mark laufen. Und da warten wir dann einfach mal ab, ob wir immer noch über die 750 drüber gehen oder ob wir da jetzt knapp davor halt machen. Ach, waren immer noch beim automatischen Test. Okay, dann schauen wir so lange hier diesen PC zu. Da gibt es wenigstens ein bisschen was Interessantes zu sehen. Okay, krass, die GPU läuft schon echt ziemlich gut. Für 3090er Verhältnis, also die haben wir weit übertaktet bekommen. Das ist schon ganz lobenswert. Kann man nichts sagen gegen. So, wir tümpeln hier so bei 600 Watt momentan rum. 650. Okay, so langsam wird's kritisch. 700. 707. Ich versuche jetzt ein bisschen zu übertakten weiterhin, ne? Okay, 714. Sie hat 16.
736. So langsam wird es grenzwertig. 43. 45. 47, okay. 48. 49. Noch nicht 50. Nein, das sind dann 51 anscheinend, okay. Mist. Okay, also das hier ist unser Limit. Dann können wir das jetzt ja mal laufen lassen und dann sollte das funktionieren. Also hier 17.756, 65 Punkte. Davon 18.274 beim Grafiktest und 15.347 beim CPU-Test. Ich glaube, beim CPU-Test sind wir damit ein bisschen schlechter abgeschnitten als wir in einem komplett wassergekühlten System. Bei der Grafikkarte aber ein bisschen besser, weil wir da nicht so viel machen konnten bei dem komplett wassergekühlten System aus dem letzten Video. Hier wiederum war eine Menge Spielraum, um ehrlich zu sein. Also das war ein interessantes System, was eigentlich ziemlich angenehm zum Bauen war. Kann ich mich nicht großartig drüber beschweren. Und es sieht auch ziemlich schnieke aus, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht, ihr könnt hier gerne mal eure Kommentare dazu dalassen, wo euch das System so vom Aussehen her gefällt. Aber ich glaube, da gibt es wenig zu meckern. So, schauen wir so lange nochmal hier vorbei. Okay, wir sind gerade an der 100 FPS-Grenze hier beim zweiten Test. Aber wir haben es nochmal geschafft, über die 100 FPS rüberzukommen. Das ist ein gutes Zeichen. Okay. So, Gesamtscore von 17.443, davon 15.725 beim CPU-Test und 17.786 beim GPU-Test. Und das sind tatsächlich mehr FPS beim CPU-Test als, wow, als der Ryzen 5950X. Obwohl beide nicht übertaktet sind, oder? Warte, hatte ich den übertaktet? Ja, ich habe ihn sogar übertaktet. Also der um 50 MHz übertaktete 5950X verliert trotz dessen gegen einen 10.900K. Ist nicht realistisch. Möchte ich an der Stelle nochmal gesagt haben, der 10.900K verliert ganz klar gegen den 5950X, auch schon bei Stock. Auf jeden Fall. Aber egal. Ist ja nur ein Spiel. So, gehen wir mal beide PCs ab. Erstmal den hier. Der neue PC, den sie gebaut haben, ist gut. Will ich doch hoffen. Und diesen PC hier. Dieser neue maßgeschneiderte PC ist echt gut angelegtes Geld. Wie gesagt, ich würde niemandem empfehlen, Geld mit PCs anzulegen, aber hey, von mir aus sollen die Leute das sagen. Habe ich nichts gegen, ist nicht mein Problem. Aber hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Lasst mir doch noch gerne ein Abo da, wenn euch dieser Part hier gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt. Natürlich auch gerne ein Like. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal hier zurück bei PC Building Simulator. Bis dann und ciao.